Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Im folgenden Video schauen wir uns ein sehr, sehr leichtes Endspiel an. Nein, das war ironisch. Es wird heftig, aber kurz, nicht so lange. Ich werde eure Aufmerksamkeit nicht so lange in Anspruch nehmen. Es findet ja gerade das Schachfestival in Prag statt, vom 8. bis 17. Juni 2022. Vincent Keimer spielt im Challengers. Ich habe ja seine ersten drei Partien hier schon analysiert. Heute werfen wir mal einen Blick auf das Masters. Und zwar auf die Partie aus der vierten Runde zwischen Parham Maksoutlou und Pentala Hari Krishna. Maksoutlou, 21 Jahre alt, Nummer 26 der Welt, aus dem Iran. Hari Krishna, ein bisschen älter, 36 Jahre alt, die Nummer 36 der Welt. Und in dieser Partie kam ein Endspiel auf dem Brett, das ist sehr, sehr speziell. Aber faszinierend. So, diese Konstellation hier. Weiß, ihr seht es, hat zwei Springer weniger. Das ist natürlich eine Menge Holz, aber es gibt natürlich für Weiß eine Möglichkeit, eventuell das Remis zu ergattern. Wie? Wie würdet ihr hier fortsetzen mit Weiß? Und warum? Die meisten unter euch sollten wissen, dass man nur mit zwei Springern nicht matt setzen kann. Ja? Das ist eine Besonderheit. Mit zwei Springern und König gegen einen gegnerischen König, nur König, kann man nicht matt setzen. Das geht nicht. Wenn aber der Verteidiger, und das ist natürlich ein bisschen seltsam, noch einen Bauern übrig hat, dann gibt es gewisse Konstellationen, in denen man matt setzen kann. So, die Hoffnung von Weiß besteht jetzt darin, erstmal den Turm zu tauschen, logischerweise. Mit Turm C6 Schach hier. Man kann auch zuerst Turm F6 spielen, hier den Springer angreifen, der geht weg und dann Turm F6, C6 Schach. Aber wozu das Ganze, wenn man den Turm sofort tauschen kann? Also Turm C6, Maksoutlou weiß es natürlich, tauscht den Turm. Turm schlägt C6, B schlägt C6. So, jetzt läuft es zwangsläufig auf ein Endspiel hinaus, König und zwei Springer gegen König und Bauer. Springer ED5 erstmal, B4, Springer B6. So, Weiß will den Bauern auf C6 gar nicht decken, mit dem Bauern hier, spielt König B5, weil er weiß ja, wenn er die Bauern los wird, na, dann ist es Remis. Springer E6, König A6, König schlägt C6, irgendwann muss Schwarz den Bauern schlagen. B5 Schach, König C5, König B7, Springer D8 Schach, König C7, Springer F7, König B7, Springer E5. König C7, Springer ED7. So, machen wir jetzt hier mal kurz Stopp. Das ist jetzt das sogenannte, oder das, dieses Endspiel, König und zwei Springer gegen König und Bauer, wurde sehr intensiv analysiert. Das ist ausanalysiert. Da sind ja nur fünf Figuren auf dem Brett und mit den Table Bases kann man nach jedem Zug sehen, wie die Stellung zu bewerten ist. Das wurde analysiert aber schon von russischem Theoretiker Alexei Troitsky und dieser Theoretiker hat so eine Art Gewinnzone bzw. Verlustzone eingezeichnet, auf denen der Bauer des Verteidigers stehen muss, damit es entweder gewonnen ist oder verloren ist. Ich zeige euch mal jetzt erstmal die Zone. A5, machen wir das mal rot. Das Gelb, machen wir mal rot. A5, kann man das gut sehen? B3, C4, na, rot ist gar nicht so toll hier. Machen wir mal gelb. Na, auch nicht besser. A5, B3, C4, D5, E5, F4, G3, H5. So, das ist die sogenannte Zone, wenn der verteidigende Bauer, hier der Weiße, innerhalb dieser Zone geblockt wird. Also der weiße Bauer müsste hier auf B3 stehen und ein schwarzer Springer auf B4. Dann würde Schwarz gewinnen. Stellt euch mal den weißen Bauern mal vor, der wäre nicht da auf der B-Linie, der würde jetzt irgendwo auf A2 stehen. Machen wir mal blau. Dann würde Schwarz gewinnen, wenn er ihn halt mit dem Springer hier blocken würde, auf A3. So, wir müssen das nicht weiter erläutern für das jeweilige Endspiel, wie es gewinnen würde. Es ist halt wirklich unglaublich selten, dass sowas vorkommt. Und man müsste es dann irgendwie spielen. Ich glaube, auch die Großmeister wissen teilweise nicht, warum es gewinnt. Wir werden hier noch ein paar Sachen erleben. Man kann sich erstmal versuchen, diese
Zone zu merken. So, also ihr müsst euch die nicht merken, aber ich denke mal so, je besser man ist, desto eher sollte man eine Idee haben, wann es gewinnen könnte. Ja? Letztendlich läuft es sowieso auf Versuch und Irrtum hinaus, in diesen Endspielen sehr häufig. Und schauen wir uns mal an, was jetzt hier geschieht. So, wir wissen jetzt natürlich, gemäß der Regel, das ist Remis. Ne? Und ich mache hier auch mal die Engine Bar, die Engine an. Das ist einfach 0-0. Es ist ausgeglichen. Der Bauer ist halt außerhalb dieser Verlustzone. Ne? Er steht ja nicht auf B3, sondern auf B5. So, Schwarz versucht natürlich noch zu gewinnen, klar. So, wie geht's hier weiter? König D8. So, das ist König D8 macht nichts kaputt. König B7 würde auch das Remis, also das Gleichgewicht halten. Wahrscheinlich ist es sogar besser, mit dem weißen König eher am Damenflügel zu bleiben. Denn es gibt halt ein paar Felder in den Ecken, wo es immer schwieriger wird, das Remis zu halten, wo es immer weniger Felder gibt. So, Maksutlu rennt aber zum Königsflügel rüber. König D8, König D6, König E8, Springer E5. Weiß hat zwei Möglichkeiten, König F8 und König D8, beides hält Remis. König D8 dürfte etwas logischer sein, zum Damenflügel rüber. Aber König F8, König E6, König G7, König F5. Jetzt wird's spannend. Der weiße König ist freiwillig zum Königsflügel gerannt. Und jetzt gibt es nur einen Zug, ein Feld, das der weiße König betreten darf, um Remis zu halten, um das Gleichgewicht zu halten. Er hat ja hier 5 Felder zur Verfügung und nur eins davon macht Remis. Wenn man das nicht weiß, dann muss man das natürlich berechnen als Großmeister. Ich vermute aber, dass die in Zeitnot waren auch, ne? Und nicht so wahnsinnig viel Zeit hatten zum Überlegen. Und ja, was macht hier Remis? Na, ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Ihr könnt ja einfach mal raten für euch so, was ist Remis? Es läuft auf gegenseitigen Zugzwang hinaus. Weiß muss hier König H7 spielen. Und nach König G5, König G7. Weiß nimmt die Opposition ein und Schwarz kommt in Zugzwang. Das nennt man hier gegenseitigen Zugzwang. Wenn Weiß zieht, gewinnt Schwarz. Wenn Schwarz zieht, ist es Remis. Das Problem hier ist, wenn dieser Springer auf B6 zieht, dann läuft natürlich Weiß mit dem Bauern los. Ne? Weiß möchte ja den Bauern opfern, weil er weiß, nur mit zwei Springern und König kann man nicht matt setzen. Man braucht noch diesen weißen Bauern, damit Weiß am Ende, wir werden am Ende sehen, was passiert, Patt gesetzt wird, aber der weiße Bauer ist noch da, kann ziehen und dann hat Schwarz genug Zeit, matt zu setzen. Und da ist es wichtig natürlich, dass der Bauer, der verteidigende Bauer, nicht zu weit vorne steht, damit Schwarz noch ein paar Tempi übrig hat. Jetzt gehen wir mal zurück hier. Weiß zog nicht König H7, sondern König H6. Und ihr seht es am Balken, plötzlich matt in 21. Schwarz gewinnt. Wenn man das vorher noch nie gesehen hat, ist natürlich schwierig. Man weiß sowas natürlich auch nicht auswendig. Ich bin mir auch sicher, dass die wenigsten Großmeister das hier auswendig kennen. Dafür gibt es auch zu viele Konstellationen. Ihr müsst euch vorstellen, der Verteidiger kann ja auf 8 Linien Bauern haben. Ne? Also verteidigende Bauern natürlich. Ne? Dieser B-Bauer könnte ja auch woanders stehen. Und jede Konstellation kann kein Mensch der Welt kennen. So, worum geht es jetzt hier? Es geht darum, den weißen König einzuengen und in die Ecke zu treiben. König G4. Natürlich darf der König nicht weglaufen. König H7. Und jetzt nimmt Schwarz die Opposition ein. König H5. König G7, König G5 wäre das gleiche gewesen. König G7, König G5. Warum sagt die Engine hier gleich? Das stimmt nicht. Schwarz gewinnt hier. König H7. Ha? Ja, König G8 verliert auch. Genau, ihr seht es, Schwarz verliert. Ist ein bisschen langsam hier die Engine. Ne? Ich hatte das lokal schon analysiert. Es gewinnt hier. König G5 nimmt die Opposition ein. Und Weiß kommt jetzt in Zugzwang. König H7. Und hier gewinnt man mit Springer G4.
König G7, Springer H6, König H7, Springer F5. Der König muss auf die Grundreihe, König G8 und jetzt König F6. Und das ist jetzt Zukunftsstellung zu dem, was in der Partie kommen wird. Wir gehen zurück zu König A7. Am nächsten Zug sieht man so ein bisschen das, was ich gesagt habe. Es ist so ein bisschen Versuch und Irrtum in solchen Endspielen. Das habe ich ja schon häufig gesehen. Auch bei Großmeistern. Zum Beispiel auch bei Turm und Läufer gegen Turm. Da wissen die häufig gar nicht, was sie tun. Sie versuchen natürlich, die besten Züge zu machen, aber häufig wissen sie es nicht. Und bei knapper Zeit greifen sie auch fehl. Und hier griff Hare Krishna fehl. Er spielte Springer F7. Und ihr seht es am Balken, jetzt ist es wieder eigentlich Remis. Es verwirrt ein bisschen, dass Schwarz die Figuren unten hat und Weiß oben. Aber ihr seht es natürlich an den Koordinaten. Schwarz hat oben angefangen und Weiß unten. Ne? So, Springer F7. Jetzt kann Weiß Remis halten mit König G8. Springer D6 und jetzt König G7. Jetzt hat er wieder die Opposition eingenommen hier. Also Springer F7 war ein Fehler. Aber Weiß spielte hier König G7. Springer D6 und jetzt ist wieder Weiß in Zugzwang. Gegenseitiger Zugzwang. König A7. Er dachte wahrscheinlich, dass das Remis hält, weil König H5, König G7 wiederholen wir die Züge. Aber Schwarz spielt Springer F5 und da haben wir wieder den Salat für Weiß. Na, der Springer steht auf F5 Gold richtig, der weiße König muss auf die Grundreihe. König G8, König F6. Das ist die Stellung, die wir schon erreicht hatten in der Analyse. Und jetzt gewinnt Schwarz. König H7. König F8 können wir uns noch kurz anschauen. Das war ein bisschen zäher. Springer G7, König G8, Springer E6. Das ist übrigens ein lehrreiches Manöver, ne? Dem König immer die Felder wegzunehmen. König H7, der will weglaufen. Das verhindern wir natürlich mit König G5. König muss auf die Grundreihe, König G8 und jetzt wieder König G6. König H8. Und jetzt, der König ist in der Ecke. Schwarz kontrolliert hier die Fluchtfelder. Und jetzt kommt der andere Springer. Springer D7. B6. Springer F6. Jetzt ist der weiße König patt. Aber Weiß hat noch den Bauern. Also B7. Springer G5. B8 Dame. Springer F7. Schachmatt. Deswegen ist es wichtig, dass da noch ein Bauer übrig ist, damit das Patt aufgehoben wird im Prinzip. Ne? Und je weiter der Bauer hinten ist, desto mehr Tempi hat Schwarz. Ne? Aber es gibt halt je nach Linie gibt es Unterschiede, wo der Bauer sich befinden darf. Gehen wir mal zurück zur Partie. Max Soto spielte nicht König F8. An welcher Stelle waren wir? Hier. Er spielte König H7. Das ist noch ein bisschen schneller. König F7. Der weiße König ist jetzt eingesperrt. Und diese Ecke H8 ist ein Problem. König H8. Und jetzt gewinnt Schwarz, indem er den Springer ranholt. Das ist ja im Prinzip Spiegel, ne? Gespiegelt jetzt. Der weiße König ist gefangen. Springer D7, B6, Springer F8. Der weiße König kann nicht ziehen. B7, aber jetzt ist matt. Springer E7, Springer H4 geht auch. B8 Dame und Springer EG6. Verrücktes Ding, oder? Verrücktes Endspiel. Kommt super selten vor. Ich kann mich nicht erinnern, das mal in einer Spitzenpartie gesehen zu haben. Natürlich in Büchern, klar. Ne? In Theoriebüchern, in Endspielbüchern. Aber ich muss gestehen, ich habe es noch nie studiert. Habe mich auch noch nie so richtig damit auseinandergesetzt. Und ich habe es auch noch nicht einmal auf dem Brett gehabt in so vielen Jahren Schachpraxis. Ne? Ich glaube, ich habe es einmal gesehen live in einem Turnier. Ich glaube, bei Großmeister Saragatzki mal nicht. Bei einem Turnier mal nicht. Ist lange her. Ansonsten nie. Wirklich nie. Super selten. Aber faszinierend. Also ihr müsst es euch nicht merken. Es ist eher so, wow, was es alles im Schach nicht gibt. Ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir schauen mal kurz, wir werfen mal einen Blick auf das Turnier, das Prag-Festival, auf die Tabellen. Im Masters führt der vietnamesische Großmeister Lê Quang Liêm. Hare Krishna ist Zweiter.
Und es sind 4 Runden gespielt. Und natürlich interessiert uns deutlich mehr, was im Challengers passiert. Und hier sehen wir, Vincent Kalmer führt nach 4 Runden. 3 aus 4. Es gab jetzt einen Ruhetag. Und logischerweise sind noch 5 Runden zu spielen. Und ich werde natürlich berichten. Ne? Wenn Vincent Kalmer das Challengers gewinnt, dann steigt er auf ins Masters und darf im nächsten Jahr im Masters spielen. Spielstärkemäßig ist da sowieso kein großer Unterschied mehr zwischen den Spielern im Masters und im Challengers. Also jetzt zumindest was Vincent betrifft, da ist er nicht weit von entfernt. Wäre ihm zu gönnen, wenn er das gewinnen würde. Der Start war vielversprechend, sehr gut so, nicht nur vielversprechend, sehr stark. Und ich werde natürlich weiter berichten. Checkt doch gerne meine anderen Kanäle aus. Big Rig Highlights, Big Rig Shorts. Würde mich freuen. Macht's gut. Bis dann.